Ach so, wir machen jetzt noch einen. Willkommen zurück, wir sind jetzt in der Käsecreme-Kerbe. Ja, aber du wolltest doch nur bis 7 machen. Und das ist ein Bibliothekar. Ach, pff. Du wolltest nur bis 7 machen. Ja, das ist ja Viertel nach 7, ist mir egal. Ist mir egal. Ja, so einer bist du. Die sind auch nicht unbedingt. Alter, vielleicht habe ich jetzt was eingeplant für 7. Na und? Weißt du das? Hallo, wir müssen mal. Hallo, ich finde, wir Deutschen müssen uns in der Welt so ein bisschen verteidigen. Deshalb auch im Internet, dass wir nicht überpünktliche Leute sind. Sind wir aber. Also ich. Ich bin immer pünktlich. Und was ist daran schlecht, pünktlich zu sein? Eigentlich ist das gut, ja. Aber das ist ja eben das Problem, dass wir das dann so übergut empfinden wollen. Dass wir das als überwichtig empfinden. Nein, ich finde das nicht überwichtig. Ich finde einfach nur, ist geil, ne? Na, geil und? Spiel weiter. Aha, Käsesorten Tamriels. Kann man sich irgendwann mal durchlesen? Nee. Alchemieflasche um mein Inventar ist voll. Okay, dann rede ich mal mit Hasskill. Ey, aus Hass würde ich auch immer killen. Nun, was wollt ihr? Der war schlecht. Ihr seid zweifellos aus einem edlen Grund hier. Dann lass es doch. Das Problem versuche ist nur, dies stets zu vermeiden. Ist, ich habe hier zwar ein Drumset auf diesem Mischpult, aber leider kein. Verstehst du? Aber. Warte. Warte mal. Was ich allerdings hab, ist. Ich hab doch irgendwie so eine Soundbibliothek. Ich weiß nicht genau wo. Da nicht. Nicht auf dem. Nicht in diesem Leben. Na gut, ich möchte mich jetzt nicht weiter mit aufhalten, aber für nächstes Ding mal kann ich sie einfach mal vorbereiten. Ich bin im Auftrag von Erzmagier Schalidor hier. Ich wurde losgeschickt, um ein paar Bücher zurückzuholen. Zauberbücher? Wie langweilig. Oh, wie langweilig. Da trifft es sich, dass ich derzeit besonders großzügig bin. Ich werde euch eintreten lassen. Danach. Ist ja nett von dir. Wonach? Nach einer Prüfung eurer Entschlossenheit. Das ist keine Leihbücherei. Wenn ihr die Zaubersprüche also wollt, Höhle, müsst ihr sie euch verdienen. Eigentlich. Ein Portal hat sich geöffnet, gleich hinter euch. Schließt so, das ist und korrekt ich lasse euch Höhle, durch. Ne? Ist das Höhlensound? Du bist in keiner Höhle. Natürlich bin ich ja. Das ist höhlenartig hier. Du bist in keiner Höhle. Das ist aber hier höhlenartig. Halle ich denn? Nein, du bist in keiner Höhle. Halle ich denn? Schließt das ja, zu sehr, das ist scheiße, macht das aus. Mach das aus! Wir sind in keiner Höhle. Dann eben nicht. Ey, guck mal, Scums! Die sind sogar Level 9, wie kommt das? Scheiß, die sind nicht so stark. Die sind mein Level. Ja, die sind nicht so stark, sag ich doch. Stark genug, ne? Nö. Ach was, ich hab mir auch noch gar nicht... Das sollte ich mal machen, ey. Das sollte ich mit jedem Dings auf... Warte mal. Du solltest dir ehrlich mal mehr Fähigkeiten lernen. Ich verreck gleich. Du solltest ehrlich mal mehr Fähigkeiten lernen, ich sag's dir. Ja, ich muss mir eigentlich wieder den Heiltrank auf Kuh legen, so ein Scheiß. Ja, und du solltest mal mehr Fähigkeiten lernen. Hast du es immer noch nicht verstanden, dass das dein höchster Schadensoutput ist? Wenn du es nicht verstanden hast, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Mein höchster Schadensoutput, dass ich keine Fähigkeiten hab? Was? Das ist mein höchster Schadensoutput, dass ich keine Fähigkeiten habe. Also du leckst gerade. Du leckst gerade. Nee, ich leck gerade. Du leckst. Ja, eben hast du geleckt. Mein höchster Schadensoutput ist, dass ich keine Fähigkeiten habe. Sagst du? Dass du Fähigkeiten benutzt. Die machen am meisten Schaden. Weil du die auch viel schneller benutzen kannst, als dass du angreifen kannst. Das solltest du mal verstehen. Und nicht mal rumheulen wie ich muss ja dann so viele Knöpfe drücken. Okay, dann mache ich halt eben die Ulti. So, ja. Jetzt habe ich mir eine Ulti gespielt. Wurde aber auch Zeit. Ich habe schon 3. Are you mehr oder weniger happy with that? Nee. Wieso muss ich damit happy sein? Tötet dich, mein Junge.
interessant. Denke ich. Ich meine, je mehr Schaden du machst, desto schneller sind die Gegner tot, desto unwahrscheinlich ist, dass du stirbst. Das ist ja nur zu deinem Vorteil. Ja, geil, ich kann wieder mit ihm reden. Das war unerwartet kompetent. Bist du sicher? Ihr würdet einen hervorragenden unerwartet kompetent von mir. Ich schätze, ihr wollt es nicht. Ja, das ist wirklich unerwartet. Die Bezahlung ist gering, aber die Zulagen sind verlockend. Ich gar nicht von dir gewohnt. Nein, danke, ich bin nur wegen der Bücher hier. Wie schade. Die Folianten, die ihr sucht, sind hinter der Tür oben. Folgt dem Fahrzeug. Vielen Dank, Haskell. Ich erfülle nur die Wünsche des Meisters. Ich werde die Tür für euch öffnen. Oh, und passt auf die Skampen auf. Die kleinen Kobolde. Du bist so laut, ey, du übertönst ihn voll, wenn er redet. Junge, du übertönst ihn voll, wenn er redet. Mach mich doch leiser. Jetzt redet er zwar nicht mehr. Mir auch egal. So, ich guck mal, ob ich noch mehr komme. Ich kann noch den versenkten Schlag, könnte ich auch noch hier machen. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Das kann ich in meiner Magiergilde machen. Nee, das ist unnötig. Viel Spaß auf eurem Abenteuer. Mach mal kurz, ich muss mal so ein bisschen gucken hier. Ich kann nicht von der Telefon, aber er redet jetzt nicht. Achso, nee, das macht keinen Sinn. Heidi, jetzt geh mal ans Telefon ran, das könnte wichtig sein. Ich glaube auch. Und Hook. Zerstörungsstab, mal ein bisschen hier Waffe, Zerstörungsstab. Warte mal hier, mal gucken, ob es was Gutes. So, haben wir hier ein bisschen was gemacht, damit er doch ein bisschen hinhaut und es hier ein bisschen besser wird alles. Weiß ich noch nicht, ob das besser wird. Dazu müsste das Sinn machen, was du gemacht hast. Ich habe mir was Heilungsstab-spezifisch hier mal irgendwas geholt. Ja, also doch nicht. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Oh doch, gehe ich mal jetzt stark von aus, weil der Heilungsstab so schwach ist. Macht dem Stab ein bisschen Schaden, ne? Weil der ist so schwach. Hä, nicht Heilungsstab, Entschuldigung, ich meinte, Heilungsstab. Ich meinte Dingsbumsstab, also Zerstörungsstab. Ja. Also, ich meinte nicht Zerstörungsstab. So. Ja, er hat aber einen Zerstörungsstab, der Zerstörungsstab hat aber einfach einen wesentlich höheren Wert als, einen wesentlich höheren Schadenswert als dieses blöde Ding, was ich vorher hatte. Wie viel? Der hat... Ach nee, jetzt habe ich ja den Zweihänder, der hat ein bisschen mehr, okay. Aber der Zerstörungsstab hat 275. Ah, okay, ich hole mir einfach... Warte, ich ziehe mir kurz... Ja! Ich ziehe mir kurz alles, einfach wieder meinen richtigen besser. Kram an. Ich ziehe mir kurz einfach wieder meinen richtigen Kram an. Muss du musst dich dreimal dann das gleiche Wort sagen. Ist ja schon klar, oder? Dann, nee. Jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen so in der Himmel. Ah, okay, das ist gerade ein bisschen besser, aber sieht nicht aus. Nee, das sieht nicht aus, das nehme ich nicht. Ja, ich skill nicht Frustresistenz, dann schauen wir mal Kriegergilde. Ah, so. Nee, ich will nicht einschüchtern. Okay, überreden. Oh mein Gott, okay. Dass ich ein bisschen was nehmen wir ein bisschen höhere. So. Okay. Schauen wir mal sehen, Magie. Jetzt sollte eigentlich meine Rüstung wieder so weit dingsig sein, dann nehme ich jetzt auch wieder meinen 269er Zweihänder, dass er jetzt geht. So, das ist vielleicht besser. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Geheiligte Soldatin, yeah! Dies genau zu beurteilen, muss ich mehr Informationen ein. Getränk. Aber Bananen, nee, den Scheiß brauche ich also nicht. Zwei Waffen. Aber lohnt sich mal zu gucken. Oh, cool, das tue ich. Hab ich letztes Mal auch gemacht. Als ich hier war in der Beta, da lohnt sich hier ein bisschen umzugucken. In der Käsecreme, keine Ahnung.
Na, wo seid ihr? Oh, die Scrums lassen aber ganz schön auf sich warten, ne? Diesmal. Such sie. Lassen. Warte doch nicht. Suchen, finden, töten. Ja, ist auch ganz einfach. Einfach und unkompliziert. Ist auch eine ganz gute Sache. Sag mal, geiler wäre ja eigentlich schon ein Begleiter, der was machen könnte, ne? Nee, finde ich nicht. Das könnte dann zu krass pay to win sein. Ja, okay, das stimmt auch viel. Das stimmt, weil du die Dinger bezahlen musst, ja. Das stimmt. So gesehen ist echt gut, weil das Ding halt eben nicht pay to win hat. Das mag ich auch daran. Das haben ja einfach so viele Dinger. Aber okay, hier bezahlst du halt auch einen Grundpreis, ne? Deshalb ist halt auch. Ja. Für Geld habe ich. Es ist halt auch definitiv nicht pay to win. Ah, oh, ja. So, ey. Du kannst mich mal. So. Also nicht du kannst mich mal, sondern die können mich mal hier. Also ich weiß nicht, ob du kannst mich vielleicht auch mal. Ich weiß nicht. Nein. Nein, das ist eigentlich ganz okay. Keine Lust. Vielleicht später. Ah nee, danke. Also das muss doch tatsächlich sein. Ja, die Scum. Na oh fuck. Habe ich noch ein kleines Heilungstränkchen? Ach komm, ich kaufe mir jetzt noch mal ein bisschen Bankplätze. Ja, noch ein bisschen Schüttchen. Alter! Why so heavy, ey? Why so serious? So, jetzt habe ich 70 Plätze. Why ist ganz serious? Scheiße, Gegenstand noch nicht bereit, was denn für Kack? Fuck. Ja, die brauchen eine Zeit, du kannst nicht immer alles so benutzen. Ein Scheiß. Ja, was weißt du eigentlich? Tja, was weiß ich eigentlich? Nichts für Guarana. Oh, scheiße. Okay, gesund bin ich jetzt wieder einigermaßen, aber so ein Mist, ey. Ich muss unbedingt was für meine Gesundheit tun. Blöd, dass man echt keinen Heilungszauber hier haben kann. Das wäre so schön, ey. Das wäre einfach übel. Also einfach mal easy wie bei Skyrim mit Heilungszauber. Nee, du kleiner Skam, ey. Kleiner Stumpen. Obwohl, na okay, doch, könnte das. Na, jetzt ist sowieso weg, der Ascherhaufen vom Scamp. So blöd, ey. So blöd. Okay, der war schlecht. Sieh mal, Welpi! Jemand zum Spielen! Ja, ich freue mich überhaupt nicht drauf, ey. So ein Scheiß. So ein Kack. Hast du gerade eine Nachricht bekommen? Ja. Ich konnte jetzt gerade nicht gut drauf. Was? Ja, ich habe gerade eine Gilde erstellt. Okay. Sehr schön. Ich bin gerade einigermaßen gut hier zugange. Belki mag euch nicht. Ja. Ich glaube, TJ wird mal lappen, oder? Ich werde mal lappen. Ja, ich hab grad einen Rang hinzugefügt, der Lappen heißt. Oh, du bist ja nett. Nein, den lösche ich. Bist du mal so großzügig, wenn du bist mein geht. Unteroffizier. Oh, das ist ja ein echt einfallsreicher Gildenname, muss ich echt sagen. Warrior. Oh, scheiße. Aber oh, man darf bei dem Ding aber nicht zu lange warten. Jetzt hat's wieder volle Gesundheit, so ein Scheiß. Meine Ulti kann ich auch nicht machen, ey. Ich bin schon wieder hier voll am Abschlacken gegen das Spiel. Das hatte ich letztes Mal schon, ey. Und schon nahezu tot. Ey, das ist doch ätzend einfach. Ring, gleich mal. Diese scheiß Daedric Princess hier, Prinzessin. Ich mach das nur zum Spaß. Kann
Viecher töten. Ich kann auch nicht töten. Was, ey? Ey, keine Ahnung, ich hab jetzt nicht gesehen, was so tolles an Gilden ist. Okay, man kann an Allianz kriegen mitmachen und so. Alter, das Ding hat mich fast down. Will das Ding mich verarschen? Weiß ich nicht. Ist schon wieder fast so wie bei der Beta. Weiß ich nicht. Was bist du auch so? Du kannst irgendwie nicht kämpfen, oder? Ich weiß nicht, was ich falsch mache hier immer. Töten. Ja, drauf. Mehr gibt's ja nicht als drauf. Ja. Ja. Ich versteh echt nicht dein Problem. Und ich hau drauf und es bringt halt einfach gar nichts. Dann machst du irgendwas falsch. Dann bin ich zu schwach einfach. Das ist das Problem. Geht ja nicht. Ich hab's ja auch gemacht. Kannst mir ja nicht sagen, dass ich jetzt viel stärker bin als du. Nee, eigentlich nicht. Besonders zu dem, ich war auch bei dem Zeitpunkt, war ich glaube auch Level 9 oder so. Also, oder 8. Oh, du musst wieder einen Gesundheitstrank nehmen. Ich hab noch nie einen Gesundheitstrank im Kampf benutzt. Wie machst du das? Also du haust einfach nur drauf, du gehst hin und haust einfach nur drauf. Ich hab, Alter, wenn ich benutze 3 Fähigkeiten und dann ist mein Gegner fast schon tot. Ja, das funktioniert bei mir nicht. Das ist mein Trick. Ich habe 3 Fähigkeiten, aber meine sind noch nicht mal so schnell aufgeladen. Aber jetzt steckt der gerade sowieso, backt der sich hier gerade sowieso fest. Ja, und dann, keine Ahnung, du musst dir mal durchlesen, was deine Fähigkeiten so machen und so. Ich glaube, ich habe jetzt sowieso ein bisschen... Dann musst du mal entscheiden, was gut für ein Combat ist. Zum Beispiel eine Kette. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht. Also ich fand das eigentlich immer, dass die echt was bringt. Weiß ich nicht. Ist ganz gut zum Pullen, weil du halt... Aber ich verliere also, halt echt schnell. Aber da du halt, okay. Jetzt bin ich tot. Ja. Okay, dann machen wir mal was anderes, oder? Oder kannst du da spawnen wieder? Ja, immer. Okay. Dann nehme ich halt jetzt an, meine Güte. Und meine Ausdauer regeneriert sich nicht schnell. Obwohl hier bringt Ausdauer auch sowieso nichts, weil ich kann hier, glaube ich, sowieso keine kräftigen Schläge machen. Habe ich immer das Gefühl zumindest. Doch, einfach gedrückt halten. Ja, aber das, also... Nein, nix aber. Alter, so lange braucht er für einen kräftigen Schlag. Alter. Ja, der braucht voll lange. Alter. Und ich benutze natürlich auch 2 Sterne. In der Zeit habe ich bei Skyrim 5 davon gemacht. Alter. Okay, das ist übertrieben, aber... Weißt du, das ist... In der Zeit könnte ich jetzt Skyrim 1,5 schwere Schläge machen. Also könnte ich einen schweren und einen normalen. Ja, Niemals. In der Zeit, wo ich hier mit dem Zweihänder einen schweren Schlag mache, könnte ich bei Skyrim einen schweren Schlag und einen normalen Schlag machen. Ich habe ein Nutztier getötet. Oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Nein. Okay, jetzt muss ich erstmal dann so drauf. Ich probiere jetzt mal so drauf, ohne die Fähigkeiten. Nein, du musst Fähigkeiten einsetzen. Ja, aber das Ding ist, solange ich die Kette, wenn ich die Kette immer wieder benutze, können sich die anderen ja nicht füllen. Ja, natürlich. Hä, was? Hä? Was laberst du? Natürlich. Die laden sich doch alle unabhängig voneinander auf. So, jetzt ein bisschen mit der Ulti. Wasch! Eigentlich relativ dumm. Kaum Kette für Thema. Dankeschön. Alter. Ja. Ich kann mein Kopfgeld bezahlen. Ich hab sogar ein Dings bekommen. Hat er auch noch so eine Errungenschaft. Da. Oh Mann, scheiße, das ärgert mich jetzt gerade voll. So, jetzt nochmal neu durchsuchen, falls es vorher nicht angenommen wurde, dann jetzt. Errungenschaften. Wer ist das Ding? Alter. Geflügelassassine. Ja, du bist ein Geflügelassassine. Ja, ich hab einen Huhn, also ich hab einen Bantamgua. Also muss ein Huhn oder ein Bantamgua aus dem Fieberstand töten. Sehr geil. Yay. Recht. Flucht. Was haben wir denn hier? 100 Wappen. What the fuck? Warte kurz, er redet. Welpenmörder! Hier, um meine Bücher zu stehlen. Wer? Wo? Was? Wann? Wann ich mal? Warum? Sprech! Soweit ihr wisst, ist Ehrlichkeit die beste Methode. Ich bin hier, um 4 Folianten für Schalidor zu besorgen. Schalidor! Dieser aufgeblasene Nord- Du kennst ihn, du erinnerst dich an ihn. Ein ganzes Weilchen.
Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel. Er will sich seine Insel zurückstehlen. Oh. Was, kann ich mal die Taschen, klauen? Eine Insel mit zwei Bergen. Ey, nicht so. Was? Nicht so, mein Freundchen. In Ordnung, dann werde ich sie einfach mitnehmen. Wo bleibt hä? Der Spaß? Konnt man, wie kann man aus Taschendiebstahl machen? Muss man das nochmal lernen? Wird man das irgendwo lernen? Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettbewerb. Nee, gibt's nur Verbesserungen. Gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird. Was für ein Wettstreit? Ein paar Aufgaben, die eine ich und deine Mutter. Todesfalle, nichts wirklich Schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos oder den Neubau des Mietens. Oh. Nehmt das erste Buch, Welpenmörder, und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht. Seid ihr bereit? Ich habe keinen Plan, wie man aus einem Taschendiebstahl macht. Oh, ich schätze, wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet! Käse und Kohl für alle! Aber halt! Was großes Geschäft? Muss man kacken oder was? Mit ein bisschen Glück stimmt. Das sollte auch gerade eigentlich tatsächlich sein. Weil er ja auf so eine schlechten Witze steht, deshalb dachte ich. Aber nö. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt. Ich kann es gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. So versuchen, wenn es wertvoll genug ist. Er wollte nicht fliegen. Was hat das zu bedeuten? Nein, er wollte nicht fliegen. Ihr habt es nicht vergessen. Ach, das ist er. Moment, das ist Schalidor. Nie schreibt ihr, nie kommt ihr zu Besuch. Vor einem Augenblick habe ich ein Geschäft mit eurem Lakaien. Er hat kein WhatsApp, deshalb schreibt er nicht. Wie lange wollt ihr diese Bücher schon? Eine Ewigkeit. Eure Geschäfte sind alles andere als fair. Welche Posse habt ihr euch denn dieses Mal ausgedacht? Betrachtet es als ein Abenteuer. Und keine Angst, auch für euch habe ich eine... Ich habe diese Bücher mit einem kleinen Fluch belegt. Nur mit einem klitzekleinen. Ich fasse mich kurz, Schalli. Ihr werdet diese Bücher niemals lesen. Wie langweilig! Seid ein wenig kreativer, Schalli. Wie wäre es mit, seid verflucht, verrückter Gott, mögt ihr euch in einen Käse verwandeln, an dem in alle Ewigkeit Skever herumnagen? Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr konstruktive Kritik. Wir bleiben in Kontakt. Ja, keine konstruktive Kritik mehr übrig, was ein Scheiß. Jetzt mag ich ja schon durch. Verflucht sei der verrückte Gott. Ich weiß nicht, welches Spiel er mit euch spielt, aber ich kenne den Einsatz. Wenigstens haben wir einen Folianten. Das ist wahr. Doch ohne meine Hilfe wird Valaste deutlich länger für die Übersetzung brauchen. Ich würde gerne zurückkehren und... Alter, die Karte von Cyrodiil, das ist echt komplett Allianzkrieg PvP. Ich weiß. Krass. Wie, warst du schon drin, oder was? Nee, ich komme jetzt gerade an. Hä, wie guckst du gerade an? Auf der Karte! Froh. Alter, benutzt deinen Kopf! Ich werde es ihr sagen. Dann schicke ich euch mal zurück nach Tamriel. Hey, ich bin gleich wieder da, Junge. Ich bin bereit. Oh, schön, ich bin endlich in Tamriel, ey. Tamriel, ja? The real ist auch world. Real. Ist auch so real. Und es gibt auch Aureal. Nein, gibt es nicht. Doch, das ist real. Aureal. Es gibt nicht Aureal, es gibt nur Aureal. Das ist Aureal, so wie Tamriel. Nein, es ist Aureal. Wir streiten über dieses Thema nicht. Bist du wieder da? Es gibt auch Deal und No Bist Deal. Bist du und Zero nicht da? Deal. Da habe ich dich gefragt. Ja. Mann. Muss man dir mal alles aus Man muss sich nicht nur entscheiden für Deal oder No Deal. Ah, es gibt auch Zero Deal. Nein, das war nicht witzig. Das war. Alter, das war so ekelhaft. Scheiße, ich krieg Ebola. Alter, ich krieg Ebola. Hier strahlt eine Aura der Kraft aus. Sollte der jetzt witzig sein? Die Bücher? Nee. Ja, Kriegt nur eines Sheogorath wird uns zur Prüfung nötigen, um die anderen zu bekommen. Tut mir leid. Prüfungen. Nun, das ist ein. Du hast keine Wahl. Zumindest. Was ist mit Charlidor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen. Sheogorath hat ihn beschworen. Nicht gut. Gar nicht gut. Mit ich mache mich sofort an die Übersetzung.
Aber ich hoffe, dass Charlidor zurückkehrt, um zu helfen. Shiogorath hat den Folien. Befördern wir dich mal. Charlidor kann ihn nicht lesen. Charlidor. Xarxes Hinterteil. Dann wird das hier eine ganze Weile dauern. Wer ist Xarxes? Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Xarxes Arsch, ey. Haltet in der Zwischenzeit auf euren Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Ich probiere mal was aus, warte. Jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Charlidors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. Nee. Weil die Frau hier scheint sehr beeindruckt von ihrem Hinterteil zu sein. Bittertee benutzen. Trink ich mal. Oh ja, komm, hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Schaut ab und haltet in der Entschuldigung. Können wir weitermachen? Ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Guck mal, ich muss Stufe 10 werden eigentlich, aber andererseits ist gleich der Ja, Platz das dauert mehr. Aber noch. Valastee. Du wirst Was niemals heute Stufe 10 angeht. Werden. Schrecklich, nicht wahr? Den niemals, außer wir spielen jetzt die nächsten 5 Stunden durch. Aber die Macht eines und leveln nur. Und leveln krass, hart. Ist der immer so? Ja. Nun, versucht mal das Positive. Ja, ich weiß, dass du immer so bist, weiß ich. Ihr steht wenigstens ja, ich bin, auf zwei Beinen. Ich bin auch mal anders. Manchmal bin ich auch noch schlimmer. Oder strahlend purpurn eingefärbt. Oder aber mehr als die Wahrheit kann ich nicht sagen. Du wirst heute nicht mehr Stufe 10. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ja. Jawohl. Ah, Gruppe. Ach so, bin ich nicht mehr in deiner Gruppe, sorry. Ich hab dich eingeladen. Sorry, wenn ich nicht mehr in deiner Gruppe war. Wo bist denn du? Nee, ach, da bist du. Hinter dir. Alter, ich bin kurz auf... die Quest an, ne? Ich bin auf deinem Kompass. Ja, jetzt mach. Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen könnte. Was hofft ihr sonst noch von mir zu lernen? Die? Ach so. Ah. Ah, ich nehme Zertifikat. Das machen wir. Das machen wir jetzt nicht. Nee. Die habe ich nämlich alle. Alle 6 durch. Ist ja geil. Ja. Ich will auch. Ich schwöre es doch zu lange. Ich würde sagen. Das machen wir jetzt nicht. Nee, ich würde sogar sagen, wir machen jetzt gleich aus. Müssen jetzt aufhören. Ja. Weil du ja nicht länger machen willst. Ja, nicht wirklich. Ja, sag ich doch, du. An mir scheitert's nicht. Allein an dir scheitert's nicht. Ey, ich könnte jetzt bis 24 Uhr durchzocken. Ja, schön. Aber ich habe noch andere Sachen vor, wie zum Beispiel Abendbrot essen. Können Sie so viel trinken? Ach ja. Ja, da können wir eine Pause machen. Aber 7? Ja, aber ich guck halt abends nur mal gerne Filme. Ist einfach so. Ja, ich guck. Ey, ich Alter, guck wer mal, ist das? Ich guck immer Filme, wenn ich mir nicht vornehme zu zocken. Yay. Das ist ein Spieler. Alter. Brautkleid, hallo, Kronenshop. Ja, Kerl zu im viel Brautkleid, Money. Das ist einfach derbe geil. Zu viel Money geil. Oh ey, Damage Dude. Was, Money in the Game? Bist du irgendwie... Hä? Was, Money in the Game? Wer sagt Money in the Game? Money in the Game gesagt. Nein. Ich sagte doch. Damage Dude. Nein, du hast davor Money in the Game gesagt. Nein. Verarsch mich nicht, ich hab's genau gehört. Ja, ich hab dir nachgesabbelt. Ne, ich hab gesagt, zu viel Money. Du meinst dann Money in the Game. Ne, ich bin verwirrt. Doch. Ja, hörst dir nochmal an, wenn du's schneidest oder so, renderst oder so. Mega. Ja, das ist ein Jesus, ey. Du bist nicht Jesus. Ups. Ich bin Jesus. Du bist Jesus. Ja, hier. Ich kann im Wasser stehen. Im Wasser? Ey, das, wenn jemand nicht im Wasser stehen kann, ist er... Alter! Der hat echt zu viel Money. Der hat auch ein Guar als Reittier. Was? Wo? Der Typ hat auch ein Guar als Reittier. Ja, wo denn? Ja, der ist ja jetzt gerade weggeritten, der Jesus hier mit seinem Brautkleid. Okay, ja. Müssen wir da nicht aufhören? Too much money. Ist schon Viertel nach. Warte, Alter, du wolltest aufhören. In 30 Sekunden müssen wir aufhören. Also. Boah, jetzt heu mal. Nochmal wieder? Das war der Tusch! Ein Tusch auf das Beenden des Parts. Mein Affe ist noch da? Okay. Ich beende den Part hier und danach werde ich dann gleich nochmal den neuen Dings, die Musik für den neuen Endscreen aufnehmen.
Wird er nicht. Noch ein bisschen planschen. Seid sehr schön sehe ich aus. Schrein von Mara. Tschüss. Ich will erstmal heiraten. Hier, bitte sehr, Svani. Wenn Hoffnung stirbt und Krieg wütet klar, Kriegergöttin, hör unseren Sang. Stirbt ein Nord den Tod auf dem Schlachtfeld, Kriegergöttin, führ ihn durch Schatten. Mach uns Mädchen, wir schenken. Stark immer fort, Kriegergöttin, Mutter aller Nord. Hochverehrte Dame,